Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir bauen heute wieder, wir starten in eine neue Bauwoche und ich möchte jetzt gleich, glaube ich, als erstes mal am Bowlingkeller noch weitermachen, da ich mir noch durchlesen muss, was jetzt hier hinten am besten angekommen war, nach meinen erneuten Versuchen. Deswegen mache ich erstmal beim Bowlingkeller weiter, aber ich sollte hier auf das Sofa noch Kissen draufstellen, wurde mir gesagt. Beziehungsweise drauflegen. Das ist eine gute Idee. Natürlich sind die Kissen CC, weil Kissen für aufs Sofa gibt es so im Spiel leider nicht. Muss ich nochmal gucken. Die sind zu groß. Ich muss mal schauen, was sich da eventuell anbieten würde. Warte mal. Nee, das mache ich zu. Mal gucken. Vielleicht finde ich was unter Pillow. So. Ja, so einzelne würden schon gehen zum Beispiel. Das würde zum Beispiel farblich auch ganz gut reinpassen. Sieht jetzt natürlich wieder eher weniger modern aus. Oder einfach, ja, das ist zu schlicht weiß, finde ich. Dann haben wir diese drei. Die aber, finde ich, farblich nicht wirklich hier reinpassen. Die sind schön, ja. Aber ich finde, die passen farblich nicht. So, haben wir noch irgendwo was? Moppelmeduso? Die sind mir noch nie aufgefallen. Was war zuerst da, der Meduso oder das Alpf? Jeder echte Void-Kreaturen-Fan kann diese Frage beantworten. Oh Mann. Wie süß ist das denn bitte? Ja, wo haben wir denn? Ich habe noch ein paar mehr Kissen eigentlich. Da sind noch welche. Es ist so eine ganze Kissenansammlung. Die sind cool hier drauf. Die sind extrem cool. Die gefallen mir. Finde ich nur passen auch vom Stil nicht so recht hier rein. Leider. Aber die muss ich mir mal vormerken. Die könnte man in einer anderen Wohnung gut mal da drauf hauen. Nee, ich suche aber noch. Nee, das ist eher für ein Bett. Das ist so eine Riesenkissenansammlung. Ich suche noch andere. Ansonsten sind diese Einzelkissen oben, glaube ich, schon mit die beste Wahl gewesen. Wir müssen mal durchgucken. What the hell? Ach so, ach verflixt. Jetzt weiß ich auch warum. Weil ich Show Hidden Objects angemacht habe. Das ist mal natürlich ein bisschen blöd. So, das hier hatte ich überlegt. Zum Beispiel. Happy Mom, Happy Home. Smile. Bonjour. Da finde ich, passt natürlich dann das hier am besten drauf. Also ich würde entweder sagen, dieses hier. Ich stelle mir das jetzt gerade einfach mal dahin. So, weil ich ja auch noch... Ich habe Show Hidden Objects angemacht. Weil ich ja ganz gerne eigentlich auch noch die Fernbedienung auf das Tischchen legen wollte. Nee, ich glaube, ich finde das hier besser. Würde ich aber nur eins hier hinstellen, weil die Sims setzen sich doch mal ein bisschen blöde rein. Ich finde prinzipiell, finde ich diese Dreiersammlung an Kissen, finde ich genial. Die finde ich eigentlich genial. Wo waren sie nochmal? Wo waren sie nochmal? Was haben wir hier noch? Ja, die passen aber auch nicht. Das ist so ein Afrika-Theme. Gibt es auch leider nur so. Wo waren sie denn? Haben wir auch noch so eine Sammlung, die gibt es aber auch nicht in einem rötlichen Ton. Leider. Leider nicht. Die könnte ich mal nach unten beim Sofa gucken. Ich stelle die mir mal gerade dahin. Die hier wären sonst auch noch eine Möglichkeit. Gibt es die in einem Rot? Nee, nur so ein Rosa. Die sind mir ein bisschen zu blass.
Ich glaube, ich stelle die trotzdem mal hier hin, weil dann könnt ihr, im Endeffekt könnt ihr dann auch mal abstimmen, welche euch am besten gefallen und wo ihr sagt, die passen am besten rein. Die würden natürlich da oben gut zu den Bildern passen. Ich möchte jetzt trotzdem aber auch nochmal gerade diese anderen Kissen suchen, wo ich eben gesagt habe, die sind eigentlich genial. Das waren nicht diese hier. Wo sind denn die? Wo sind denn die? Wo sind denn die? Gibt's da noch so eine Dreier? Ein Dreierteil von, aber ich finde, mit dieser Eule drauf, das passt hier gar nicht rein. Das ist zu verspielt vom Design. Das waren diese Riesenteile, die kann ich auch nicht nutzen. Tja, wo sind denn die jetzt? Hier. Diese hier. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Schreibt mir doch mal, welches euch davon am besten gefällt. Rot, Einzel, Rosa, Doppel oder diese Dreieransammlung. So, und hier unten will ich auch mal noch was ausprobieren. Aber da haben wir eigentlich schon Kissen drauf, ne? Es ist eigentlich Quatsch, da noch mehr Kissen reinzuklatschen, oder? Dann sitzen da die Sims, wie gesagt, auch ganz komisch drin. Das ist dann halt das Problem. Nee, das lassen wir. Und bei denen hier könnt ihr mal euren Senf dazugeben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was heißt denn Fernbedienung auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade danach schaue, da wird mir das wie Schuppen von den Augen fallen. Remote, natürlich. Oh. Weil irgendwo soll es hier eine Fernbedienung geben. Irgendwo soll es eine Fernbedienung geben in den Objekten. Wenn jemand weiß, wie die heißt. Nee, das ist das Teil. Ja. Wenn jemand weiß, wie die heißt, dann wäre das super, wenn ihr mir das vielleicht mal schreiben könntet. Das wäre ganz, ganz große Klasse. Nee, dann machen wir jetzt heute einfach hier unten weiter an der, bei der Bowlingbahn. So, machen wir vielleicht erstmal das Badezimmer. Ist am schnellsten gemacht eigentlich. Auf der anderen Seite würde ich das hier ganz gerne... Wir könnten gucken, dass wir hier unten vielleicht auch noch so eine kleine Bar hinpacken. Das ist vielleicht ganz cool. Aktivitäten und Fähigkeiten, ist die dabei? Ja, da sind Bars dabei. Die hier natürlich sehr, sehr schick von den Farben her. Aber ich würde fast sagen, wir nehmen die auch bei Bowling dabei war. Das wäre dann diese hier. So, ich stelle die jetzt mal gerade dahin. Jetzt hätte ich gerne Barzubehör. Barhocker, Theken. Wie finde ich denn hier eine Bar? Ah, Esszimmer. Bars. Dann brauchen wir mal Deko. Nee, nicht Wanddeko. Zimmerpflanzen will ich auch nicht. Verschiedene Deko vielleicht. Da will ich aber eigentlich auch nicht rein. Ich möchte... Es ist wirklich leichter, wenn ich das so suche. Ich komme mit dieser Suche nach Räumen, komme ich irgendwie nicht wirklich klar. Ich glaube, hier bei den Aufstelldingern war das dabei. Ich suche hier diese großen... Nein, wo ist das denn? Ey, wenn ich jetzt mal wüsste, wie das heißt. Ich suche nämlich gerade diese großen Getränkeschränke. Da bin ich gerade auf der Suche nach. Aber bei Ablage oder sowas ist das doch eigentlich... Es ist doch Deko, da ist es. Tatsächlich. Genau, weil das hier finde ich nämlich immer sehr, sehr cool. So, die Frage ist, ob man da vielleicht irgendwie noch so ein Dekoteil hinter zwischenpackt.
irgendwie so eine Schriftart oder sowas. Lasst uns mal gerade gucken, was wir hier noch haben. Sowas halt zum Beispiel. Was auch immer uns das sagen will. Soll. Will. Will soll. Wenn ich das eins größer mache, wenn ich die vielleicht ein kleines bisschen auseinanderstelle, die Schränke. Dass das hier so genau hinter der Bar ist. So vielleicht. So, ich möchte aber, dass das anders beleuchtet ist, dass das hier zum Rest passt. Dann machen wir vielleicht das obere eins. Nee, wir lassen das so. Okay, gut. Komfort, was nehmen wir für Barhocker? Ach nee, die sind ja hier dabei. Ich persönlich, das hier sind jetzt die, die passend dazugekommen sind. Ich würde mich aber, glaube ich, in diesem Fall für was anderes entscheiden. Und zwar gefällt mir diese Variante hier sehr, sehr gut. Ihr bekommt jetzt auch gleichzeitig schon mal so ein bisschen Einblick, wie die Bowling Bar wohl aussehen wird in der Stadt. Das hier wäre auch eine Möglichkeit. Finde ich... Nein, ich will nicht alles löschen, ich will nur den Stuhl löschen. Finde ich vielleicht für zu Hause sogar schöner als diese anderen. So. Da vielleicht noch ein kleines Tischchen drunter. Oberflächen. Kaffeetische. Aber wir haben keinen leuchtenden Tisch, oder? Das wäre natürlich jetzt nice. Aber ich glaube, leuchtende Tische gibt es nicht. Das ist dieses hier. So, dass man da hinten noch irgendwie was aufstellen kann. Ist halt die Frage, was stellt man da noch drauf? Irgendwas. Finde ich die Topfarbe nicht schön. Ha, aber die kriegen wir auch weiß. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bilder. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich bin am Überlegen, ob wir hier die Rinne überhaupt so frei lassen. Oder ob wir das ein bisschen anders machen. Halbwände. Und dann vielleicht so eine ganz, ganz, ganz niedrige Halbwand nutzen. Dann ist das denn so ein bisschen drin versteckt. Aber hier, dann ist die Rinne nicht ganz so frei. Dachte ich mir schon mal. Och nee, nicht zu den Türen. Zu den Türen wollte ich nicht. Nee, das sieht dann hinten komisch aus, wenn ich das so mache. Da muss schon so irgendwas hin. Würde ich ganz dunkel machen. So, ich überlege, ob wir vielleicht die Bar nochmal auf einen anderen Boden machen, dass das so ein bisschen, ja, so ein bisschen einen Unterschied gibt. Zum Rest. Dass man das dann nochmal so ein bisschen hier mit unserer typischen Fußleiste einfasst, die ich immer so gerne nehme. Eigentlich ist das ja gar keine Fußleiste, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das Ding lässt sich super als Fußleiste nutzen. So, oder machen wir das hier ein bisschen... Hallo? So passt das, glaube ich, besser. Nein! So.
So, die hatte ich in schwarz. Oh, ich habe hier den Boden falsch rum gemacht, fällt mir gerade ein. Das ist aber auch eine Sache, die man machen könnte, dass man das hier nochmal so ein bisschen unterschiedlich einfasst. Dass man da... Ja, das finde ich gar nicht schlecht, dass hier die außenrum einmal anders sind von der Lage, wie sie hier platziert sind. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, wie euch das hier gefällt. Und ja, dann bauen wir morgen weiter. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und damit macht's gut, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Tschüss!